Unser nächster Gesprächspartner, Gast ist der Jan Karnath. Der ist der Geschäftsführer und Gründer von Timeless Investments. Und da geht es um alternative Investments, um Tokenisierung von Uhren, von Autos, von Sneakern. Deshalb ein super spannendes Thema. Deshalb vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Ich glaube, ein paar Leute aus dem Publikum kennen Timeless sicherlich schon, aber wir fangen trotzdem mal einfach mal bei den Basics an. Was macht denn eigentlich Timeless? Also, was machen wir? Mit Timeless geben wir im Prinzip Nutzern die Möglichkeit, ab 50 Euro in ikonische Collectibles zu investieren. Das heißt, wir haben angefangen mit Sneakern, dann Uhren, dann Kunst, dann Fahrzeuge, jetzt mittlerweile von Pokémon-Karten zu Trading-Cards und besonderen One-of-Ones, wie zum Beispiel Michael Schumacher-Helm. Jetzt haben wir bald einen T-Rex-Zahn oder auch ein Manuskript von Albert Einstein zu investieren. Und jetzt seit ganz frisch, ich glaube letzte Woche, auch in NFTs, wir haben letzte Woche einen Mutant Ape fraktionalisiert. Warum machen wir das? Wir sagen im Prinzip oder wir glauben, dass Collectibles die dritte relevante Anlageklasse werden, neben Stocks und Krypto, vor allem für Personen zwischen 20 und 40. Wir müssen uns überlegen, wie wir anlegen und vor allem anders als unsere Eltern. Wir werden keine Zinsen sehen, im schlimmsten Fall Negativzinsen. Und eigentlich ist das sozusagen eine Assetklasse, die gibt es schon sehr lange. Also es ist jetzt seit 50, 60 Jahren investieren sehr, sehr reiche Leute in Kunst, in Wein, in Uhren. Und erzielen da auch sehr, sehr gute Renditen über Zeit. Aber leider ist das sozusagen jemand in einer normalen Geldbörse, wie vielleicht mir und dir, nicht erlaubt. Oder beziehungsweise haben wir nicht genug Geld, um auf der einen Seite solche Assets dann zu kaufen, aber vor allem auch zu verwahren, zu versichern und später auch wieder zu verkaufen. Das wollen wir lösen mit Timeless und sind jetzt mehr oder weniger seit einem Jahr am Start. Vielleicht um es auch vorwegzunehmen. Ich glaube, ihr habt ja auch letztens eine ziemlich große Finanzierungsrunde abgeschlossen, oder? Vielleicht kannst du dazu was erzählen? Also in unserem Captable haben wir Porsche zum Beispiel, mit dem haben wir die erste Finanzierungsrunde gemacht bei uns in der Firma. Und jetzt gerade war es EQT Ventures, haben wir abgeschlossen im November. Genau. Okay, ja. Und wie viel Geld habt ihr da geraced? Ich glaube, es ist ja bekannt, oder? Es ist offiziell 12 Millionen haben wir bekommen. Also auch relevant braucht man für das Geschäftsmodell auch. Also es ist ein relativ cash-heavy, Supply-Constrained-Marketplace-Modell. Somit hilft da sozusagen auf der einen Seite Cash, um natürlich Wachstum, Team, aber vor allem auch Collectibles zu kaufen. Ja. Und also ihr müsst euch aber quasi Collectibles wirklich selbst aufs Lager legen, so gesehen, oder? Genau, ich glaube, es kommt ja auch gerade schon, wo liegt das Zeug? Genau, wir legen die aufs Lager. Also wir haben sozusagen Collectible-Tresore, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Bei allem, was in Bankschließfach passt, haben wir im Bankschließfach, also wie Sneaker und wie Uhren. Fahrzeuge sind dann in sozusagen solchen Oldtimer-Museen, Garagen abgestellt, da wo dann viele andere reiche Leute auch ihre Oldtimer abstellen. Da haben wir unseren Porsche auch abgestellt und haben jetzt nach und nach immer mehr Lagerfläche in Berlin angemietet, die sozusagen sehr secure ist natürlich und auf der anderen Seite perfekte Temperatur, alles, was man eben braucht, damit diese Collectibles auch genau den Wert erhalten. Jetzt hast du ja ein paar von diesen alternativen Investments ja eben erwähnt, eben seltene Sneaker, Uhren und so weiter. Also, dass es diese Anlageklasse gibt und auch geben wird, davon bin ich überzeugt. Ich frage mich aber immer sozusagen, wie groß oder ernstzunehmend das jetzt so ist. Also, ob jetzt ein, ich sag mal, normaler Mensch jetzt irgendwie auch sagt, okay, ich gebe jetzt irgendwie 20% meines Geldes jetzt in so alternative irgendwie Assets rein. Oder sind es eben nur Leute, die es mal so ein bisschen aus Jux und Dollerei machen und sagen, hey, hier komm, ich stecke mal irgendwie 500 Euro rein. Du meinst jetzt bei uns oder im allgemeinen Marktumfeld? Ja, allgemein. Also, wenn man jetzt wirklich sagt, das ist jetzt eine Asset-Klasse, ne? Also Leute haben irgendwie Immobilien, Aktien und jetzt irgendwie alternative Investments, ne? Also wie groß kann es tatsächlich werden? Es gibt ja zwei, es gibt super spannend. Gestern gab es einen Artikel dazu im Handelsblatt und zwar gibt es einen Report von Deloitte zu Art and Finance und ich muss sagen, also wir haben die Marktgröße auch mal geschätzt, aber der hat mich dann doch schon nochmal umgehauen. Und zwar im Prinzip haben sozusagen Superreiche 1.481 Milliarden in Kunst, Wein, Oldtimern und so weiter und so fort angelegt. Die prognostizieren, das ist eine Zahl aus 2020, die prognostizieren, dass das auf also 1.882 Milliarden, also 1,8 Trillionen hochgeht bis 2025. Also das ist schon eine enorme Asset-Klasse in einer gewissen Weise, die aber wie gesagt momentan eigentlich nur den One-Percentern vorbehalten sind, weil du hast wahrscheinlich jetzt auch nicht 100.000 Euro, um dir ein besonderes Fahrzeug zu kaufen, das dann dementsprechend zu versichern und so weiter und so fort und dann zu hoffen, dass es nach oben geht. Also die Market Size ist, glaube ich, relativ klar. Man sieht, dass das im Prinzip jetzt große Family Offices 5-10% in solchen Klassen dann anlegen. Jetzt sind die ganzen neuen Themen wie NFT, Sneaker und so weiter dann auch gar nicht mit drin. Also ich glaube, dass das Nummer eins schon eine sehr große Relevanz hat, gerade natürlich mit der heutigen Zeit, wenn jetzt viele Leute in Sachwerte gehen aufgrund von Inflation und so weiter und so fort. Und dann hat es natürlich auch eine Emotionalität in sich. Also es gibt fast bei jedem irgendein etwas, was er als Collectible spannend findet, was aber auch ein Investment ist und wovon er wahrscheinlich einen Teil besitzen kann und vielleicht auch sollte. Also somit haben wir natürlich, aber das ist natürlich auch eingebaut als Unternehmer in so einem Thema, einen sehr, sehr großen Glauben, dass das die dritte relevante Assetklasse wird, weil sie eigentlich Themen verbindet von Stocks und Krypto, aber natürlich nochmal eine deutlich bessere und aber auch positive Emotionalität mit reinbringt.
Und jetzt mal ganz praktisch, nehmen wir an, ich möchte jetzt in eine seltene Rolex investieren über eure Plattform. Wie funktioniert das jetzt genau? Du meldest dich bei uns an, Timeless Investments im App Store, registrierst dich, verifizierst deine E-Mail, wartest auf den Drop bis Donnerstag oder kriegst vielleicht auch ein Welcome Asset angeboten. Dann hast du einen Flow, der ist relativ E-Commerce-ähnlich. Für uns war es immer relativ wichtig, dass das zwar on the backbone Blockchain ist und auf der anderen Seite im Frontend so einfach so ist, wie man Fashion kauft. Du schaust dir das Objekt an, kannst dir unseren Drop Report angucken, die jährliche sozusagen historische Wertentwicklung. Und dann auf Kaufen drücken, kommst in den Payment Flow rein, kannst überlegen, ich will vielleicht 5 Anteile, also insgesamt 250 Euro ausgeben, bezahlst das dann via Kreditkarte, gibst an uns 2% Service Fee und dann basierend auf der Lagerung vielleicht nochmal 2 oder 3% für Insurance, Maintenance, Storage. Und dann bist du der stolze Besitzer eines Teils einer Rolex oder eines Mutant Apes, was zum Beispiel jetzt die Leute, die es gemacht haben, ziemlich gut war, weil die bekommen jetzt auch alle den Apecoin, den wir jetzt zusätzlich dafür geclaimt haben. Okay, ja, ist auch immer sehr gutes Timing. Aber das, was ich jetzt von euch besitze, ich bekomme jetzt von euch jetzt ja keinen Token. Ist das ein Token, was ich da von euch bekomme? Ja, also wir machen Status Quo. Das ist ja auch das, was eigentlich dann Philipp Sander im letzten Call erzählt hat. Also dieser heilige Gral ist der Status Quo noch nicht so ganz so einfach möglich. Also was wir im Prinzip gemacht haben, ist Documentation of Ownership. Das heißt, das ist dementsprechend, das ist schon sozusagen, dass du ein Owner bist, ist tokenisiert. Und wo wir jetzt als nächstes hingehen, ist dann wirklich dann das, was er von ihm verschrieben hat, Tokenization of Assets, also individueller Share, der mittelfristig auch handelbar ist, zwar nicht nur bei uns, das kannst du jetzt schon machen, du kannst jetzt schon exiten und sozusagen selber mit anderen Usern traden, aber mittelfristig auch auf anderen Plattformen. Und ich glaube, das ist schon auch das Ziel, was wir vorhaben. Wir wollen das Coinbase for Collectibles werden auf der einen Seite und wenn du das werden willst, musst du der Exchange for Collectibles sein. Und das heißt, in der dezentralen Welt eben nicht nur auf deinem Plattform, sondern eben auch auf anderen Plattformen, ob das nun OpenSea oder ein LuxRare ist oder irgendwas Vergleichbares. Okay, aber das heißt, im Augenblick halte ich jetzt meinetwegen diese 10 Anteile an dieser Rolex, aber das ist jetzt erstmal nicht liquide. Also ich muss quasi darauf warten, bis ihr das irgendwann mal verkauft mit einem Gewinn hoffentlich. Nee, du kannst, alle 2 Wochen haben wir Trading Windows, das öffnet dann für 6 Stunden, dann kannst du im Prinzip deine Shares anbieten. Das ist auch momentan, dass 10% der Shares getradet werden, also relativ relevant bei einem Volumen jetzt von 6 Millionen. Es gibt viele Leute, die gar nicht verkaufen wollen. Also in den Surveys kommt sehr klar raus, dass ganz viele das einfach als langfristige Geldanlage dementsprechend sehen. Und somit hast du aber auch eine Möglichkeit zu exiten und auch einige Leute. Das war uns auch relativ wichtig, weil man muss ja sagen, also wir sind da als die Ersten mit diesem ganzen Thema Collectibles und so weiter und so fort dann im Prinzip an den Markt gegangen. Und das war ja schon ein bisschen verrückt, irgendwie nach Deutschland zu kommen mit einer unbekannten Brand und den Deutschen zu erklären, dass sie jetzt hier in Collectibles investieren können, die sie zwar nicht sehen können. Wir haben zwar verifiziert über unser Steuerbüro, dass es die auch gibt und wir machen jetzt auch bald einen Pop-Up-Store in Berlin, wo man sich die alle mal angucken kann. Aber das war ja schon eine sehr, ja, vielleicht nicht ganz einfache Aufgabe, aber das haben dann viele positiv angenommen. Und damit war uns total wichtig, dass wir denen nicht sagen, gib uns mal dein Geld, wir behalten es für 5 Jahre, dann bekommst du es wieder. Sondern die sehr schnell auch eine Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, wann möchte ich in ein Asset rein, das ist das eine. Aber auch von Assets, die du vielleicht verpasst hast, weil du um 11 Uhr nicht in der App warst am Donnerstag, rückwirkend Assets zu kaufen. Das merkte man jetzt zum Beispiel auch, wir haben relativ viele Sneaker von Virgil Abloh gehabt und der dann ja tragischerweise im Prinzip verstorben ist, relativ früh mit 41. Aber das hat natürlich den Preis auch in unserer App für die Virgil Abloh-Schuhe oder auch den Koffer, den er mit Louis Vuitton gemacht hat, natürlich stark beeinflusst. Aber entscheidet ihr dann, wann diese Assets dann letztendlich verkauft werden, oder? Es gibt einen Timeframe zwischen 1 bis 3 Jahren, wo wir dementsprechend in der Zeit es auktionieren oder direkt verkaufen, wenn wir ein dementsprechendes Offer bekommen. Wir bekommen gerade sehr viele Direct-Offers von Leuten, weil natürlich jetzt gerade viele Leute in Sachwerte wollen und wir natürlich einfach Blue-Chip-Collectibles gekauft haben bei Uhren, wo es dann darum geht, auf der einen Seite lückenlose Historie, relativ alt, also irgendwie aus 1980, 1990 mit Box und Papers. Aber im Prinzip erstmal entscheiden wir das, ja. Und wenn du vorher die Entscheidung treffen möchtest, dass du rausgehst, dann machst du es eben dementsprechend über das Trade. Okay, aber nehmen wir an, ich habe jetzt irgendwie in so eine seltene Rolex eben investiert. Aus irgendeinem Grund schafft ihr das Ding jetzt irgendwie zu flippen, jetzt irgendwie für, was nicht, fürs Dreifache. Ja. Dann bekomme ich irgendwie quasi anteilig, abzüglich Fees eben auch meinen dreifachen Einsatz wieder zurück. Genau. Also eigentlich sozusagen, wenn du jetzt dementsprechend, ja genau, bekommst du das zurück, mal 3 im besten Fall. Okay, ja. Und wie findest du jetzt eigentlich, also es gibt ja in der NFT-Welt ja solche Investment-DAOs oder sowas, ne, die halt sagen, hey, wir kaufen uns zusammen den Bored Ape irgendwie, haben dann aber tatsächliche Token, die ich dann eben auch irgendwo traden kann, beziehungsweise es gibt dann die DAO-Mitgliederversammlung, die dann darüber abstimmt, wann und ob und zu welchem Preis wir den verkaufen. Wie findest du das und siehst du da Parallelen zu euch, oder? Finde ich super spannend, schauen wir uns sehr, sehr intensiv an. Ist sicherlich auch eins der Wege, die wir strategisch mittelfristig bis kurzfristig auch gehen werden, weil es zusätzlich natürlich nochmal eine enorme Opportunität gibt. War am Anfang der Fall, was wir gemacht haben, wir haben natürlich gesagt, okay, wie können wir möglichst schnell probieren, ein leanes Produkt an den Markt zu bringen. Aber wir schauen uns sehr intensiv daraus an, wenn man sich anschaut, warum sollte man nicht sowas wie Flamingo DAO im Prinzip auch für Collectibles bauen. Also da
Nummer eins finde ich es interessant. Ich glaube, es ist die Organisationsform der Zukunft. Ich glaube, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, vielen Leuten und auch auf einem fast globalen Level Zugang zu sowas zu geben. Und Status quo muss man jetzt auch sagen, im Gegensatz zu vor 2 Jahren, ist die Infrastruktur etwas besser da und die Rechtssicherheit etwas klarer. Das ist natürlich mit so einem Porsche und einem EQT, einem Cap-Table, mal irgendwie vor 3 Jahren anzufangen zu sagen, wir bauen hier einen Verein in der Schweiz, sammeln Ethereum ein und danach kaufen wir Collectibles, ist manchmal etwas schwieriger, als das vielleicht dann heutzutage der Fall wäre. Ja. Aber ihr müsst ja quasi erstmal im Einkauf ja quasi die Entscheidung treffen. Also ihr müsst ja aktiv investieren, ne? Also ihr müsst euch ja überlegen, welche Uhr, welchen Sneaker und so weiter nehmen wir jetzt aus Lager quasi, oder? Also du meinst, wie wir den Prozess machen? Ja genau, also wie entscheidet ihr euch jetzt, ob ihr überhaupt Uhren kauft und wenn ja, dann ob ich jetzt Patek Philippe oder Audemars Piguet oder Rolex und welche, ne, und so weiter? Ja, also es ist eigentlich, wir kriegen häufig die Frage und es ist immer so ein bisschen so, als ob das so ein ganz emotionaler Prozess ist, aber sehr, sehr zahlengetrieben. Also es ist eigentlich Data and Experts. Das heißt, wir haben Analysten-Teams, die meistens auch mit einem Finance-Background sozusagen bei uns sind, sitzen auf einem Vertical, analysieren die Dashboards zu den ganzen Auktionen plus die Preisentwicklungen. Wir probieren auch im Prinzip jetzt nichts Neues zu kaufen. Also wir würden jetzt seltener irgendwie eine Uhr kaufen, die es vor einem Jahr gab, sondern vielleicht eine, die es vor 30, 40 Jahren gab, wo es nachgewiesene Wertsteigerungen gibt, relativ rar und dann natürlich mit einer klaren Historie. Schauen uns an, was hat von diesen Themen Zeitgeist, was denken wir, was jetzt gut funktioniert und auf der anderen Seite aber auch in 3 Jahren dementsprechend den Wert dann steigern wird. Fragen dann an bei großen Händlern, bei Auktionshäusern, zum Teil auch bei Privatpersonen, gerade bei Sneakern sind es viele Privatpersonen, lassen das Ganze verifizieren von Experten und dann entscheiden wir uns dafür und kaufen es. Lass uns zu uns bringen, lass uns fotografieren und dementsprechend danach fraktionalisieren. Das hat aber natürlich, deswegen will ich es ja nochmal, also von wo man Sneaker kauft, zu wie man Uhren kauft, zu wie man an ein Dokument von Albert Einstein kommt oder ein T-Rex tut, sind natürlich sehr unterschiedliche Prozesse. Deswegen hat man dafür auch unterschiedliche Leute, die die Expertise für die Themen mitbringen. Hier sind noch ein paar Fragen im Chat. Zum Beispiel hier die Frage, ist der Gewinn eigentlich steuerfrei? Gewinn ist steuerfrei. Also das hängt natürlich mal ein bisschen ab, wie sonst dein Gewinn ist. Aber bis zu 600 Euro ist der Gewinn steuerfrei nach dem deutschen Thematik. Aber das ist so eine Frage, die beantworten wir im Customer Support auch immer. Es kommt immer ein bisschen an, wie deine sonstige steuerliche Situation ist. Aber ja. Dann eine Frage, kann man euch auch Assets anbieten zum Kauf? Tun viele Leute, kann man sehr gerne machen. Wir haben es jetzt noch nicht geöffnet für den Markt. Also im Prinzip so von der Grundthese Coinbase for Collectibles ist natürlich am Anfang, wo wir probieren, die Qualität unglaublich hochzuhalten und natürlich auch das Vertrauen unserer Nutzer durch die starke Verifizierung dann eben etwas selber zu steuern. Aber ja, es gab es auch schon zum Teil, dass Leute zu uns kamen und manchmal oder ganz selten haben wir auch gekauft. Ja. Hier gab es jetzt konkret die Frage jetzt eben auch zum Mutant Ape und wie dann eben auch die Ape-Coins verteilt werden. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen da sagen, auch wie viele Leute da jetzt investiert haben und wie er jetzt sozusagen jetzt auch die Gewinne verteilt. Genau, es ist ja ein relativ frisches Thema, deswegen wir haben es einfach jetzt mit dem Founder-Team abgesprochen, dass wir das natürlich mit in den Topf packen und dass die Leute, die das gekauft haben, dementsprechend dann auch mit dazu bekommen. Ich kann es ja nicht 100% sagen, ich glaube 430 Leute haben investiert in den Mutant Ape, das hat bei uns auch dazu geführt, also als wir den gedroppt haben, dass bei uns 2 externe Dienstleister abgeraucht sind. Also erstmal sozusagen der Payment Provider und noch ein anderer Provider sehr große Probleme hatten, weil wir 25.000 Buying Requests hatten auf dem Mutant Ape, den wir, ich glaube, für ca. 60.000 Euro fraktionalisiert haben. Ehrlich gesagt haben wir da jetzt noch keinen großen Prozess zugemacht. Wahrscheinlich würde ich es genauso aufteilen, so viel. Also wenn du jetzt 1% hattest, dann würdest du gerade von diesen, ich glaube, 2042 Ape Coins können wir gerade claimen für den Mutant Ape, davon dann 1% bekommen. Okay. Und die verschickt ihr dann quasi einfach in deren Wallets oder wie macht ihr das? Wir würden die ehrlich gesagt jetzt halten und später alles miteinander wieder verkaufen. Das wäre die gute Idee. Also wir würden jetzt kein Zwischen-Payout machen, sondern im Prinzip eigentlich ist, im besten Fall ist gerade das Investment um 30.000 Euro gestiegen. Ich glaube, der Ape-Preis liegt ja gerade wieder bei 15 Dollar, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, genau, aber ich muss auch sagen, es ist so 18. März, 15.21 Uhr. Wahrscheinlich, wenn es irgendjemand später hört, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Das ist ja eben auch die Grundidee. Also wir wollen ja im Prinzip es Leuten zugänglich machen, Leuten die Möglichkeit geben, überhaupt in sowas zu investieren und dann aber natürlich auch davon zu partizipieren. So, das ist, wir droppen jetzt auch Ende des Monats nochmal ein, vielleicht sogar 2 Mutant Apes, weil der Andrang einfach so groß war. Also unser Ziel ist da schon, das Thema zu demokratisieren und auf der anderen Seite natürlich mit Invest in Things You Love auch eine positive Emotionalität in diese Art des Investments reinzubringen. Und die Leute haben bei euch aber einfach mit Euros investiert, oder? Also die müssen jetzt keine Wallet oder sowas haben. Genau, also bei uns jetzt mit Euros, wir haben es im Prinzip, warum haben wir das am Anfang so gemacht? Wir haben gesagt, wir wollen es so öffnen, dass es am Anfang available for everyone ist. Also dass es nicht nur für Leute mit einer Metamask ist und so weiter und so fort, weil davon gab es schon viele Lösungen. Und wollen jetzt nach und nach von dem Schritt, wir sagen am Anfang, okay, du kannst in normale Collectibles investieren, alle, die wir gerade schon genannt haben, den Leuten das beibringen, dass es überhaupt möglich ist.
Dann fangen wir jetzt an, okay, der nächste Schritt ist, in digitale Collectibles zu investieren. Jetzt Mutant Ape, wir haben Azuki gekauft. Clone X besitze ich selber, kann ich leider selber nicht, können wir leider nicht fraktionalisieren. Und dann im Schritt 3 sozusagen in neu geschaffene Iconic Collectibles, die jetzt höchstwahrscheinlich auch viel über Luxusmarken dementsprechend gebracht werden. Und damit war uns aber klar, dass das der Schritt ist, wie wir viele Leute erreichen, so wie jetzt 180.000 User. Und wenn wir vorher gesagt hätten, okay, du musst dich mit einer Metamask anmelden, jetzt kannst du hier eine Fraction von einem, von einem Crypto-Punk kaufen, was es auch schon ehrlich gesagt 20 Mal gab zu dem Zeitpunkt, dann wäre das jetzt keine Innovation gewesen. Also wir probieren da schon die Masse anzusprechen und denen dementsprechend eine Möglichkeit zu geben und dann aber wiederum auch Education zu machen. Also wie gesagt, so ich glaube, dass jetzt NFTs bei uns mit einer der super relevanten Verticals werden. Ja. Genau, das wollte ich noch zum Abschluss fragen. Also der Markt insgesamt für diese alternativen Investments und auch Tokens natürlich irgendwie extrem jung. Und ja, als Company seid ihr auch jung, von daher müsst ihr euch auch so ein bisschen überraschen lassen, was eben gut funktioniert und was nicht. Aber kannst du dir vorstellen, dass eben digitale Assets einfach auch einen großen Share einnehmen werden in Zukunft, oder? Also ich glaube, was wir halt gesehen haben, also was wir immer auch spannend finden, klar, so irgendwie Startups, ich mache jetzt seit 10 Jahren Startups und was immer total interessant ist, in Felder reinzugehen, wo eine Market Size sich exponentiell plötzlich vergrößert. Und das sehen wir gerade mit NFTs. Also es gab vorher das Thema irgendwie Uhren, Kunst, Autos, ganz, ganz lange. So, und dann kam jetzt sowas wie Sneakers und Pokémon-Cards und so weiter und so fort dazu. Sneaker wurden relativ relevant, aber wurden auch vom Millennials getrieben. Aber das war eine moderate Vergrößerung des Marktes. Und jetzt haben wir NFTs und damit sozusagen sehen wir plötzlich exponentiellen Anstieg, komplett neue Nutzergruppen und damit auch eine ganze Veränderung dieses Collectible-Gedanken. Also wenn wir jetzt sehen, dass also Instagram NFT-Marketplace startet, das ist wie wenn man so einen Molotow-Cocktail in so ein Lagerfeuer reinschmeißt. Ja? Also auch der Individualismus-Thematik, wie sozusagen, was da ja gerade passiert auf den Social-Plattformen, glaube ich, wird es super interessant werden. Ich glaube, es wird unglaublich viel passieren in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Ich hoffe, also auch viele gute Sachen. Es werden auch, glaube ich, die ein oder anderen schlechten Themen passieren, weil einfach viel Geld auch viel Fraud anzieht, so wie wir es bei ICOs gesehen haben. Aber ich glaube, dass they're here to stay. Die Frage ist, wie und wie wird sich das wirklich durchsetzen? Aber ich glaube, dass wir als Generation uns darauf geeinigt haben, dass digitale Sachen einen Wert haben, das steht fest. Und dass wir als Generation wahrscheinlich mehr Kontakte im also über unsere Social-Reichweite haben als in der realen Welt, das steht auch fest. Und damit sind eigentlich, glaube ich, so ein paar Grundtrends festgetreten. Und die können dann aus meiner Sicht eigentlich nur dazu führen, dass auch digitale Collectibles eine sehr große Relevanz bei uns haben werden. Ja. Was natürlich auch als Startup total spannend, ne? Weil ihr habt ja letztes Jahr damit angefangen oder ne, vor mehr als einem Jahr. Da war das Thema NFT logischerweise noch nicht so groß. Ja. Da wäre ja die Investment-These oder sagen wir mal so, die These wäre ja schon allein groß genug gewesen zu sagen, hey, es gibt all diese physischen Collectibles, in die wir jetzt sozusagen auch das Investment ermöglichen müssen, wollen, wie Sneaker und so weiter und so fort. Und dann fällt nochmal quasi vom Himmel nochmal so eine riesige neue Kategorie irgendwie rein, mit der man sich dann eben auch beschäftigen muss. Und die dann vielleicht sogar größer ist als irgendwie Weine, Baseballkarten und weiß nicht, Sneaker zusammen. Absolut, man muss dazu sagen, also wir sind ja, uns gibt es schon seit 2018, wir haben sehr lange, schon seit 2018 an ERC 721 gearbeitet, also haben uns mit NFT schon ziemlich lange auseinandergesetzt und ERC 1155. Also wir haben da wahrscheinlich schon früher etwas naiv daran geglaubt, dass da jetzt demnächst auch irgendwas Großes kommt. Dass es so groß wird, nicht auf gar keinen Fall. Also du kennst selber die Zahlen von OpenSea irgendwie über, wie war das, 2020 Dezember zu 2021 Dezember und was dann da passiert. Jetzt haben wir gerade vielleicht nicht mehr den Januar mit 5 Milliarden, aber natürlich dieses Wachstum hat keiner geglaubt. Und jetzt mal ganz abgesehen von Bored Apes oder Yuga Labs kaufen CryptoPunks. Wenn ich dir das vor 3 Monaten erzählt hätte, hättest du es nicht geglaubt und ich wahrscheinlich auch nicht. Jetzt kommen auch viele der großen Brands dazu. Also das heißt, all diese Luxury Brands, die wir in einer gewissen Weise auch auf unserer Plattform haben. Wenn du jetzt bei Uhren, haben wir im Prinzip nur 3 Brands und das ist Rolex, Patek Philippe und AP. Ja? Und die kommen jetzt in das Spiel rein, genauso wie die Luxury-Fahrzeuge, genauso wie Luxury-Sneakers und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann nur spannend werden. Ne? Also es kann eigentlich nur sehr interessant werden. Du sagst, sie kommen in den Markt rein und wollen auch ihre Sachen quasi fraktionalisiert verkaufen, oder? Also erstmal allgemein verkaufen, also ich glaube NFTs verkaufen und damit wird immer wieder auch eine Fraktionalisierung kommen, also so wie wir haben gerade eine Birkin Bag gekauft, die kostet halt auch 30.000 Euro. Mhm. Also und das ist ja auch, du warst jetzt ganz früh bei Clone X, ich mag deinen Clone X übrigens sehr gerne, weil ich habe genau den gleichen mit dem Space Jacket, habe ich eine große Affinität für die NASA-Jacke, aber auch die sind doch jetzt mittlerweile irgendwann eigentlich zu teuer, muss man sagen. So, also wenn man einen Lucky Punch gehabt hat, cool. Aber auch da, also es gibt ja immer mehr Sachen, wo du sagst, wenn du ein diversifiziertes Portfolio haben möchtest und nicht sehr, sehr reich bist oder sagen wir mal reich, dann sind all diese Sachen wieder out of reach. Und somit, ich sehe da positiv, aber das ist auch mein Job als Unternehmer,
ziemlich viele Opportunitäten und sicherlich auch einige Probleme und Challenges, aber an sich grundsätzlich positiv. Ja. Okay, ja, super spannend. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Also wir haben ja auch unseren Discord, ne? Und da haben wir uns natürlich auch immer gefragt, Mensch, können wir uns nicht alle zusammentun, um so einen Affen zu kaufen? Und dann hätten wir ja auch unsere Affen-Coins bekommen. Aber Da war das immer extrem kompliziert mit, Mensch, da sind wir dann ein Investmentfonds oder ein Investment-DAO und so weiter und so fort. Wie seid ihr denn da aufgestellt, dass... Also ich kann so viel dazu sagen, wir schauen uns das Thema gerade sehr, sehr, sehr intensiv an. Wir halten das für unglaublich spannend und eigentlich so die nächste Iterationsstufe, die man eigentlich machen muss. Ja, also wenn man das ganze Thema ernst nimmt, dann muss man sich damit sehr intensiv auseinandersetzen. Rechtlich und regulatorisch ist unser eigentliches Thema schon nicht einfach. Das führt auch dazu, dass viele Leute da, ich glaube, ein bisschen noch dran scheitern, ob das nun in der Konkurrenz ist oder irgendwelche Konstrukte wählen, die wir zumindest nicht für total zielführend halten. Aber muss man mittelfristig, wenn man an diese Grundthesen glaubt, sich auch sehr intensiv mit dem Thema da auseinandersetzen? Ja. Gibt es da viel Rechtssicherheit gerade? Weiß ich nicht so ganz genau. Gibt es viele Anwälte, die sich damit auskennen? Auch das würde ich eher bezweifeln. Also da ist immer noch vieles sehr early, aber wir waren, glaube ich, in dem ersten Modell schon sehr gut, sowas gut und früh und auch selber zu machen, also uns nicht nur beraten zu lassen, sondern auch sehr viel selber tief reinzugehen. Viele Grüße hier an meinen Mitgründer Malte, der da sehr, sehr intensiv mit drin ist. Ich glaube, das werden wir auch diesmal relativ gut und schnell auf die Reihe bekommen. Gut, dann vielen Dank für den Einblick. Also ich schaue auf jeden Fall mal demnächst bei euch vorbei, vor allem wenn es da auch noch mehr NFTs gibt in Zukunft. Dann vielen Dank, Jan. Ja, ciao.